Moin, moin, ihr Halunken. Ja, ich wollte euch heute ein bisschen was zeigen und ja, worum geht's? Das geht heute um so ein paar kleine Taschen von EDC Test Online. EDC Test Online, ganz kurze Erklärung. Das ist ein Blog mit Shop. Reimt sich schön. Nee, vom lieben Christoph aus Berlin. Und ja, mit denen hatte ich schon länger hier und da mal Kontakt gehabt. Der hat auch vor langer, langer Zeit auf seiner Seite mal so ein kleines Interview mit mir geführt auf seinem Blog. Also eine Sparte, da geht es um YouTube-Kanäle und ja, hin und her. Und der hat auch so einen kleinen Shop dabei mit Patches, mit kleinen Utensilien, mit Rucksäcken mittlerweile und und. Auf jeden Fall, der hat letztens gefragt, wer hätte denn mal Lust, ein paar Sachen davon zu testen und vielleicht auch vorzustellen. Und ja, bei Sachen, die ich gut finde, mache ich das doch wirklich gerne. Ja, kurzum, da hat der Christoph mir ein kleines Päckchen geschickt und gesagt, teste mal, viel Spaß damit. Das habe ich getan und jetzt möchte ich natürlich die Sachen euch mal zeigen. Ja, in welcher Reihenfolge machen wir das mal? Fangen wir mal beim Kleinsten an. Das war eine Sache, wo ich sagte, braucht kein Mensch, muss ich haben. Wo ich das Ding gesehen hatte, habe ich direkt geschrieben, das braucht man. Geht hier rum. Recht unscheinbar. Jetzt sind natürlich hier noch Patches drauf, auch von ihm aus dem Shop. Mal ganz kurz hier mit so einem kleinen Sackmesser und hier mit seinem Logo. Und was haben wir hier? Das ist nichts anderes, total unspektakulär. Ein Patchhalter. Ein Patchhalter, der wie so ein, mich so ein bisschen früher an die Kofferkarten, falls ihr die noch kennt, die man an die Koffer dran gemacht hat, wo alles von den Fluglinien mit drauf war und seine eigene Adresse und. Finde ich ganz witzig. Und ist das Logo von der Firma, die die Dinger herstellen. Ist alles, was von dem der Kompass, ich jetzt gleich zeige, ist made in good old Germany. Von daher von meiner Seite aus schon mal einen ganz großen Daumen hoch. Ja, jetzt aber wieder zu diesem Patchhalter. Was soll man damit? Ja, ist ganz simpel. Patches drauf machen. Was soll man mit Patches? Die macht man irgendwo drauf. Und man erfreut sich dran. Das Teil hat hier ganz einfach auf beiden Seiten Flauschfläche. In der Mitte ist ein Kunststoff. Den kann man biegen, knicken und so weiter, aber die Platte bleibt immer formstabil. Unten ist, wie gesagt, das Logo der Herstellerfirma und oben haben wir so eine Schlaufe. Diese Schlaufe kann man natürlich zum Karabiner dran machen oder ein Stück Paracord oder ihr kennt die zigtausend Möglichkeiten und dann macht man das irgendwie an seinen Rucksack dran oder an seinen Gürtel oder und verschönert dieses mit Patches. Warum ich das ganz geil finde? Ja, wenn man auch mal so ein bisschen bei Instagram und so weiter rumdüst, dann macht man ganz gerne mal ein Bildchen mit Patches und so weiter. Und dann hat man die fix zur Hand, wenn man verschiedene Patches nutzen möchte. Ich weiß, es ist ein bisschen albern, aber macht Spaß. Aber wie gesagt, so kann man sich noch seinen Rucksack mit aufwerten oder seine Tasche oder halt als Organisation für seine Patches. Wie ich vorhin sagte, braucht man nicht, muss man haben. Finde ich genial. So, was er jetzt noch mit drin hat, sind solche Pouches. Ja, auch alle made in Germany. Finde ich gut. Er hatte mich gefragt, welche Farben ich haben möchte. Er hat von jeder Pouch, auch die ich nachher zeigen möchte, verschiedene Farben im Angebot. Ich habe mich bei der größeren hier für rot bewusst entschieden. Liegt ganz einfach daran, sicherlich mag ich gerne so Erdfarben wie Oliv und Khaki und was weiß ich, was alles da gibt. Aber im Rucksack ist es doch ab und zu praktisch, etwas in einer auffälligen Farbe zu haben. Denn wenn es dämmert, es dunkel wird und man hat die Sachen unten im Rucksack drin, sieht man die leichter, weil so ein Rucksack ist ja auch meistens eher dunkel gehalten, vor allem in unserem Bereich, so mit Tarnfarben und Oliv und so weiter, und dann fällt sowas doch etwas mehr auf. Ja, diese Tasche, wie ihr seht, recht groß, recht geräumig. Hat hier an den Seiten auch jeweils so Laschen,
wo man dann auch so einen Karabiner dran machen könnte, um die irgendwo aufzuhängen. Oder verschiedenfarbige Paracords, wenn man mehrere von diesen Taschen haben sollte, um die leichter zu unterscheiden. Ja, oder was hier auch mit dran ist, zum Beispiel hier eine Klettfläche. Da gibt es ja auch so Kletts, die man drauf machen kann, die man extra beschriften kann. Und man bestellt die sich einfach so Blanko-Dinger und beschriftet die und weiß man immer genau im Vorfeld, was da drin ist. Und wenn man mehrere von diesen Taschen in der gleichen Farbe hat, finde ich ganz angenehm. Der Reißverschluss ist hier an der Vorderseite angebracht. Ich persönlich finde es besser, wenn da oben dran ist, wie bei so einem typischen Kulturtäschchen. Denn so geht doch minimal ein bisschen Platz flöten. Und wenn man etwas reinmacht, was wirklich bis oben hingeht, muss man es wieder umknicken, bis man es rausholt. Aber mein persönliches Vorlieben. Der Reißverschluss, also bei anderen war es auf jeden Fall so, bei dem muss ich nochmal gucken. Auch der von YKK. Auch ein sehr großer, stabiler Reißverschluss, der YKK-typisch ohne Tadel funktioniert. Diese Tasche, ich habe jetzt ein bisschen Erste-Hilfe-Gedöns drin, rot, liegt ganz nah, ist aus einem Nylon gefertigt, welches innen drin PU beschichtet ist. Ja, sicherlich wasserdicht ist die Tasche nicht aufgrund der Nähte und des Reißverschlusses. Aber wenn ich die Tasche jetzt so in eine feuchte Wiese reinschmeiße, muss ich keine Angst haben, dass der Inhalt irgendwie feucht werden sollte. Wieder zu meinem persönlichen Empfinden. Hätte ich es besser gefunden, wenn man hier ein stärkeres Nylon bzw. Cordura genommen hätte. Denn ist ein Spiel von mir. Ich mag dieses Geräusch nicht so gerne. Ihr hört es wahrscheinlich jetzt. Das Ding ist zweckmäßig, das Ding ist robust und alles. Aber für mich persönlich, ich mag es lieber auch vom Gefühl her bei dem anderen Stoff. Die andere Tasche, die gleich kommt, hat ihn zum Glück. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine leichte Tasche. Wer kann es nicht? Man hat zig schwere Pouches mit 1000 Schlaufen drin und davon mehrere Rucksack. Habe ich teilweise auch. Und das ist alles extra Gewicht und das Ding, das wiegt wirklich fast gar nichts. Finde ich top. So, kommen wir zum Highlight. Eine EDC-Pouch. Eine ähnliche habe ich schon mal gezeigt gehabt, die ich mir mal aus Chinesien habe kommen lassen. Die ist doch, muss ich zugeben, um einiges hochwertiger. Made in Germany. Würde mich auch wundern, wenn es die gleiche Qualität hätte wie aus Chinesien. Auch wenn die Chinesen tolle Sachen machen können. Diese EDC-Pouch. Auch wieder gleiches Grundprinzip. Schlaufe links, Schlaufe rechts. Vorne eine Patchfläche. YKK-Reißverschluss, wieder schön breiter. Hierbei ist ein stärkeres Nylon verarbeitet, welches auch innen drin leicht PU beschichtet ist. Fasst sich aber schon gleich wesentlich angenehmer an, wie ich finde. Diese Tasche ist jetzt in Blau. Die gibt es auch in den normalen Standardfarben: Oliv, Schwarz, Multicam Black habe ich gesehen. Aber es muss ja nicht immer alles so taktisch sein. Finde ich total geil. Konnte ich mir aussuchen, die Farbe. Und fand ich gut, mal was anderes. Ein bisschen zuwider. Für all diejenigen, die so einen kleinen Pocket Organizer brauchen und auch mal ins Büro fahren, wo andere Leute rumlaufen, die vielleicht nicht so aus dem Autobereich kommen, die gucken dann nicht ganz so doof, wenn man dann so ein blaues Täschchen auf dem TÜV, auf den Tisch wirft. Ja. Großes Highlight an der Tasche befindet sich hinten. Hinten sind drei Fächer, wo man alle möglichen Krimskrams reinmachen kann und auch ordentlich. Hier habe ich zum Beispiel jetzt einen Kugelschreiber drin, der kurze Böker. Von der Größe her passt auch ein ganz normaler Kugelschreiber rein, der komplett drin verschwindet. Dann habe ich hier meine kleine Nightcore Thumb drin. Passt auch eine kleine AA-Taschenlampe rein. Ich habe mich für die entschieden, weil die ja schon flach ist und somit vom Innenraum keinen Platz wegnimmt. Umfass passt auch rein. Mein kleines Victorinox. In der Tasche habe ich jetzt nicht allzu viel drin. Ich mag das nicht, wenn die Taschen komplett ausgebeult sind. Da habe ich mein
Mini-Ersthilfe, Gedöns drin. Natürlich ein Trommelwirbel, mein Meldeblock. Und das war's auch schon. So, in diese Tasche, da passt wirklich alles Mögliche an Mini-Kleinkrams drin, was man den Tag über so brauchen könnte, was man braucht. Ja, auch hier optisch sieht das Tür richtig geil aus von dem Reißverschluss hier vorne. Auch da hätte ich es besser gefunden, wenn der Reißverschluss hier oben drauf gewesen wäre. Ja, falls euch diese Sachen interessieren sollten, schaut doch mal beim Christa vorbei. Unter EDC Test Online. Unter dem gleichen Namen hat er auch einen YouTube-Kanal seit kürzerer Zeit und stellt dafür auch da seine Produkte vor und macht auch so ein bisschen andere Videos. Ganz angenehmer Zeitgenosse. Schaut euch das mal an, wenn euch das interessiert. Ich habe noch Spaß mit dem Zeug und da bleibt mir zu sagen, ich muss weiter. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.